Welches Ziel ich lösen wollte? Ah, ich wollte mir selber mehr finanzielle Freiheit ermöglichen, mit möglichst geringem Zeitaufwand möglichst viel Kapital rauszuschlagen. Welches Ziel wollte ich mit der Ausbildung mit Zeitler zusammen lösen? Und zwar das Ziel war es tatsächlich, dass ich das Trading wirklich von der Pike auf lerne. Denn bisher hatte ich eben nur wenige Skills im Bereich Daytrading und kannte nur bisher ein paar Chartmuster von der technischen Analyse, was mir aber nicht wirklich darauf weitergeholfen hat. Und deswegen bin ich zu Cerda gegangen, weil ich gesehen habe, er hat die jahrelange Erfahrung im Volumentrading und deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Mit dem Coaching wollte ich lösen, dass ich eine Person habe, die ich vertrauen kann und auch Erfahrung hat damit. Ja, mein Ziel ist es halt unabhängiger werden und ein zweites Standbein zu bauen. Trade jetzt seit einem Monat also im Echtgeldkonto. Ja, allein schon den Support. Der Support, der ist natürlich, den du bei Serda kriegst, sehr, sehr extrem viel. Erstmal ist die Ausbildung schon ziemlich lückenlos und wenn dann noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, nimmt sich Serda immer sehr gerne dein Problem an und versucht dann mit dir zusammen möglichst schnell eine geeignete Lösung zu finden. Er ist ein sehr offener Mensch und schaut zu jedem Menschen, ist er individuell eingestellt. Also er passt die Probleme an und hilft individuell jedem anderen, wo er steht, zu seinem Statement. Der Unterschied zwischen den anderen Coachings mit Serda ist im Grunde der persönliche. Der persönliche Kontakt im Grunde zum Serda oder seinem Team. Ich habe auch vorher schon mal eine andere Ausbildung dann gemacht bei einem anderen Coach und da hat mir, sage ich mal, das Persönliche sehr gefehlt. Das, sage ich mal, auf meine persönlichen Bedürfnisse oder meine persönlichen Fehler, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe, gar nicht drauf eingegangen wurde. Und das ist halt beim Cerda anders in der Ausbildung. Wie hat sich die Coaching-Phase hier hervorpositioniert oder was war hier besser? Das war tatsächlich, dass es hier ein 1:1-Coaching gab und dass man ein TMS zur Verfügung hatte, also sprich das Trade Management System. Hier war die Betreuung jederzeit gegeben und da gab es gar keine Frage, die offen gelassen wurde. Also man hatte immer das Gefühl, es ist jemand da, man war nie alleine und auch wenn man etwas zwei, dreimal hinterfragt hat, es kam immer wieder die Antwort und die war immer so ausführlich, sodass man auch das wirklich verstanden hat. Seda hat mir beigebracht, dass ich geduldiger geworden bin und die Gier in mir wurde gedämpft. Jeden Einzelnen individuell drauf eingeht. Also ich sag mal, das ist dann schon einzigartig, was jetzt so auf dem Trading-Markt oder sagen wir als Schulungen angeboten wird. Der wichtigste Grund oder das beste Argument, warum ich die Ausbildung weiterempfehlen kann, ist tatsächlich zum einen der Aufbau der Ausbildung. Die ist klar strukturiert. Es wird sehr viel Wissen vermittelt in den Videos und die sind alle schön in Kapiteln aufgebaut. Das heißt, das ist jetzt kein 2-Stunden-Video, sondern kurz und prägnant. Und auch die Coaching-Phase, die 6 Monate lang geht. Also in der entwickelt man sich und man verbessert sich und man bekommt immer wieder Feedback von dem Coach. Und daher würde ich sagen, die Ausbildung kann ich nur empfehlen, weil man da wirklich immer jemanden beiseite hat, der sich um den Schüler kümmert. Ich würde es sehr da weiterempfehlen. Und wer traden möchte, Volumentechnik ist meiner Erachtens die erste Wahl, um Trading zu lernen.